Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Test Drive Unlimited 2 und es geht direkt los hier von Ibiza aus und ich wünsche auf jeden Fall schon mal allen ein frohes neues Jahr, nämlich ja, ist jetzt die erste Folge im neuen Jahr 2016. Ich bin sehr gespannt, was uns das Jahr 2016 bringt, bietet und was wir erleben werden. Nein, wie? Achso. Natürlich Fahrzeug. Ja, natürlich der scheiß Alfa Romeo. Jetzt Start. So, los geht's. Die Piloten stehen an der Startlinie bereit für ein neues, spannendes Rennen. Tun sie das? Das tun sie, ja. Allerdings, und die Motoren heulen schon auf. Ja, diese... Schon mal ein extrem guter Anfang. Der Motor ist verdammt... Oh, der Motor ist verdammt laut. Und wir haben Gegenverkehr. Natürlich haben wir Gegenverkehr. Die Lenkung ist scheiße von dem Wagen. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Upsa. Na toll. Mal gucken, ob das was wird. Hoffentlich kann man mich verstehen. Warte mal. Ich mach mal hier die Kopfhörer leiser. So. So. Der nächste Checkpoint ist gleich links. Da fahren wir doch mal gleich direkt rein. Läuft doch jetzt momentan. Aufnahme läuft, alles läuft wieder im neuen Jahr. Scheiße. Nein, jetzt komm. Alter, dieser Scheißwagen. Jetzt fahr. Mann. Ja, geil. Jetzt mach ich das Radio an. Da hört ihr mal das Radio. Ich könnte kotzen, ey. Nochmal alles. Diese Scheißlenkung. Ich fahre rückwärts und was macht der? Party Jams. Ja. Ich will kein Radio anmachen. Ich will kein Radio ausmachen. Ich will jetzt hier einfach nur ein Rennen gewinnen. Außerdem habe ich dann wieder Probleme mit der GEMA, wenn ich das einschalte. Das wollen wir ja natürlich nicht. Ne? So, Verkehr. Alter. Ist ja gut, ich habe doch noch gar nichts... Ich habe doch noch gar nichts getan. Also ich kann euch sagen, Alfa Romeo würde ich nicht empfehlen. Oh, die bleiben da hinten alle hängen. Sehr schön. Weil jetzt läuft der Strom da hinten wieder langsam. Jetzt läuft er langsam wieder, aber... Na gut... Ist nicht so schön, wenn die hängen bleiben. Aber uns nur vom Vorteil. Ach Gott, ey. Wieder eine angespannte Runde. Ganz ehrlich. Tut mir leid, aber... Langsam müssen wir dieses Let's Play auch abschließen. Weil wir haben viel vor im Jahre 2016. Ich wollte schon gleich damit anfangen, so ein bisschen. So, die Ecke, die Kante hier haben wir nicht geschafft vorhin. Die schaffen wir aber jetzt. Mir wäre es natürlich lieb, jetzt erstmal auf Platz 1 zu kommen, weil ich nicht mehr so ganz genau weiß, auf welchem Platz wir vorhin waren. Also beim letzten Rennen oder wie wir insgesamt jetzt stehen. Ich denke mal, wir sind insgesamt auf Platz 1. Wäre natürlich schön, wenn das hier genauso ist. Wenn wir jetzt erstmal... auf Platz 1, dann können wir uns ein bisschen mehr Fehler erlauben, ne? So sehe ich das so ein bisschen, ne? Dass wir das so aufteilen. Wir haben da scheinbar einen neuen Shop gefunden. Ja, die Damen, die shoppen ja gern so ein bisschen, ne? Ich muss mich jetzt konzentrieren.
Wir haben nach Silvester und es wird bei mir immer noch geknallt. Das ist echt das, ist das Geilste, ne? So, na endlich. Meine Güte, dieser eine Sturz vorhin, ey, ganz ehrlich, tut mir leid. 44 Punkten, 32 Punkte, wow. Wir liegen mit 12 Punkten vor. Und ich würde sagen, da können wir uns mal ein paar Fehler erlauben. So ein bisschen. Und was? Wir haben jetzt noch eins? Ein offen. 5 von 6 gefahren aus. Forderung. 6,8 Kilometer. Ey, ganz ehrlich. Bei dem Rennen. Wir sind jetzt über 10 Punkte. Was? 12? Ich glaube 12 oder 13 Punkte sind wir jetzt im Voraus, ja? Wir haben die anderen so überholt. Einen Moment. Wuhu, was für ein Gerangel. Offensichtlich legen sich die Wilder-Brüder mal wieder mit Stuart an. Der Druck dieses Wettbewerbs zeigt sich nun immer deutlicher. Die sabbelt auch immer das Gleiche, ne? Es wird aber auch nicht anders hier bei ihr. So, wir geben natürlich unser Bestes erstmal. Na komm. Und tatsächlich ist es so, ja, ganz ehrlich, wenn wir jetzt diese Herausforderung nicht schaffen, ne, ist es mir eigentlich auch relativ wurscht. Weil wie sollen die anderen noch vor aufholen können? Wie sollen die das machen? Es sei denn, es gibt irgendwie jetzt sowas, wie das letzte Rennen entscheidet oder sowas. Aber ich glaube, das geht eher nach den Punkten. Ich denke mal, dass es nach den Punkten geht. So. Am besten einfach mal losfahren und konzentrieren. Und diese Folge mal ein bisschen retten hier vor dem Untergang, ne? Alter, die sind dicht hinter uns. Warte mal, ich schau mal rückwärts. Ja, das sieht noch sehr dicht aus. Ich gebe mal ein bisschen mehr Gas. 180. Schafft das Viech noch mehr? Nee, ist ein Alpha. Ein Alpha-Wagen. Oh, ich kenne das Rennen. Das geht ja jetzt nach oben in die Burg. Oder nicht? Oder in dieses kleine Viertel da. Ich habe im Off-Screen-Modus hier natürlich auch schon ein bisschen, bin ich so ein bisschen längs gefahren, die Autobahn so ein bisschen, ne? Und, ja, da habe ich tatsächlich auch ein weiteres Level erreicht, soweit ich weiß. Wir sind jetzt Level 10, habe ich ja schon erzählt in der letzten Folge. Und, weil ganz ehrlich, die Insel erkunden, das kann ich ruhig im Let's Play machen, aber das habe ich ja auch schon mal gemacht, jetzt so ein bisschen, aber auf Dauer wäre das ja auch ein bisschen blöd, deshalb mache ich das so ein bisschen offscreen so. Die Sachen, die man so nicht im Let's Play so, die nicht so angepasst werden. Deshalb gehen wir hier im Let's Play die Hauptstory nach, so ein bisschen die Nebenstories und, ja. Ich fahre viel zu schnell. Ich komme mit der Lenkung überhaupt nicht klar. So, wir müssen dann noch einmal durch diese Scheißburg da oben hin und da durch diesen einen Durchgang. Das kann heiter werden. So, 700 Meter bis zum Checkpoint, nächsten. Oh, hier, ich finde das immer so krass mit den Rechtskurven oder Linkskurven. Ich weiß nämlich immer nie mit dem Alfa Romeo zum Beispiel, wann ich abbremsen muss, wie stark die Bremsen sind. Beim Hammer H3, den wir hatten, da war das ja teilweise... Das war die Scheißsteuerung hier wieder. Ey, die fangen wieder an rumzuspacken. So, da habe ich das Problem, dass ich, wenn ich zu früh abgebremst habe, dass ich, oder zu spät abgebremst habe, dass ich dann irgendwie gegen die Mauer fuhr, obwohl ich rechtzeitig abgebremst habe. Und das ist bei jedem Auto unterschiedlich tatsächlich. So, die Stelle hasse ich. Stelle wäre geschafft. Jetzt sollte, wenn jetzt ein Kannstein oder sowas kommt, ne, wo wir aufgehalten werden, ne, dann flippe ich aus.
war's das. Jetzt war's das. Meisterschaft A7 ist geschafft. Ich kann diesen Alfa Romeo wegschmeißen. Dieser Scheiß kommt jetzt weg. In die Tonne kommt er. In die Tonne. Wir haben es geschafft. Meisterschaft A7 ist beendet. Aufhören. Oh Gott. Ach, Tess. Ich hab gesagt, aufhören. Ruhig, Tess. Unser neuer Herausforderer hat heute einen Sieg errungen. Nun, es scheint, als wäre Talent nicht immer ausreichend. Man braucht auch noch Glück. Level erhöht. So, was haben wir denn alles so an Geld? 200.000, Alter, ist das wenig. Na gut, wir haben uns für 400.000 oder so ein Haus gekauft, von daher. Okay. Konfifahrten, die kann ich ja eigentlich so machen, wenn ich... Na, warte mal, was haben wir hier? Heck. Können wir ja gleich vielleicht mal machen. Warte mal, Heck. Was haben wir hier? Verkehr, ne? Wir machen nochmal Heck für den Ende der, für das Ende der Folge. Meine Freundin macht mir Sorgen. Ich glaube, sie verheimlicht mir etwas. Könnten Sie ihrem Wagen folgen? Unauffällig, versteht sich? Ja, wenn Sie meinen. Wenn es kein Ferrari ist. Nein, ist es nicht gut. Ein Alpha ist das. Ach scheiße, ich will mein Touareg wieder. Wenn Sie sich zu nah ranhängen, wird sie uns entdecken. Es ist zu nah. Hau ab. Ja, geil. Ey, geil, wie schnell ist der denn? Es ist ihre Schuld, dass ich jetzt nie erfahren werde, wohin sie wollte. Ach komm. Ganz ehrlich, wie schnell ist dieser fucking Alfa Romeo? Ich beende das jetzt. Ich möchte jetzt diesen Wagen verkaufen. Ich möchte jetzt einfach diesen Wagen verkaufen. Das tut mir leid. Dieser Zustand, dieser Alfa Romeo Zustand, ne, den kannst du nicht verwenden. So, ich verkaufe den jetzt, den Scheißwagen. Wer braucht den bitte? So, hier haben wir den Hammer H3. Geil. Und einen Nissan 370Z. Na, schön dich wiederzusehen, Hammer. Scheiß Auto. Keine PS-Zahl hat er. Nur fürs Gelände geeignet und nicht fürs Rennen. Fahrzeug verkaufen. So. Den kann ich auch verkaufen? Oh. Okay, warte mal. Den Alfa Romeo möchte ich verkaufen. Und den Ford Mustang von Miami. Ne? Den Ford Mustang Fastback, den benutzen wir eh nicht. Ja. Oh, schön, 275.000. Juhu, ich könnte vor Freude in den Himmel springen. Es läuft nicht besser. So besser kann es einfach nicht laufen. So. Ja. So. Jetzt haben wir natürlich, Unser nächstes Ziel hier ist Meisterschaft A6. Haben wir irgendwo noch so eine Schule oder sowas? So eine Rennschule. Guck mal hier. 3 Rennschulen haben wir alle bestanden. B4 haben wir bestanden. C4 haben wir bestanden. Wir müssen jetzt ein Auto holen für Meisterschaft A6. So. Ich guck natürlich. Hat Audi was für A6? A6. Audi S3. Ach krass. A6. Audi TTR. Audi TTS Coupe. Gut, tatsächlich würde der Audi S3 in Frage kommen. Ich gehe jetzt dahin. So. Der Audi S3, wo ist denn der? Ist das das? Das ist es, das ist es. Ach so. Okay, wie viel PS hast du denn?
Warte mal. Nee, nicht kaufen. 265 PS. Haben wir noch mehr? Haben wir noch eine Maschine, die etwas mehr PS hat? Du bist nicht A6, ne? Doch, A6. 272 PS. Okay, da ist natürlich 272, das merke ich mir natürlich jetzt. 272. So. 272 PS. Haben wir bei Mercedes noch irgendwelche? Hier A5, A3, A2. Na gut. Mercedes ist die Oberklasse natürlich. Hier ist das Minimum A5. Ferrari, denke ich mal, ist jetzt noch ein bisschen zu heftig. Ja, das ist natürlich A2, A1, ne? Ist ja klar. Europäischer Klassiker. C4. Lotus Esp... Nein, nicht C. Nee. A6. Also 272 PS ist auf jeden Fall schon mal eine gute Maschine. Volkswagen, die hat da was. A7. Ach, geil. A6 brauchen wir aber. Na. Aston Martin. A5, A4, A4, A4. Geil. A5. Wir brauchen A6. Was haben wir hier? Italienischer Wagen Osten. A7, A7. Interessant. Pagani. Nee. Britischer Wagen. A4, A5. Waren wir da schon drin? Ich denke ja. Na. US-Wagen Süden. Dodge. Ja, na, ist nicht viel. Wir brauchen jetzt einen A6-Wagen. Na, hier haben wir auch wahrscheinlich schon nachgeschaut, ja. Einige Händler gibt es ja doppelt. Wir haben noch Straßenkrafträder. Können wir nachher vielleicht mal dran vorbeischauen. Hier haben wir natürlich nur die Obersportautos. Hier, natürlich. Asiatischer Wagen. A6, Nissan. Oh, Nissan ist an bei A6. Okay, da gehen wir doch gleich mal rein. 272 PS. Kann das jemand von euch übertreffen? Nissan A6, 332 PS. Der ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. 370Z ist das. Guck mal hier, von 0 auf 100 ist nicht eindeutig, ist nicht gegeben. Haben wir noch mehr? A6, 293 PS, wenig. Der Nissan GT-R ist natürlich auch ein Traum. A6. Interessant. 332 PS. Ja. 332. Die sind natürlich beide auf gleicher Stelle. Ja, ist echt... Okay, 332, das ist auf jeden Fall, also jetzt bin ich gerade bei Nissan, TVR, ach komm, wir haben jetzt alles durchgeschaut, so viel gibt's hier nicht, ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Mithalten, Durchhalten, was auch immer, und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, macht's gut und ciao, euer Lyrator.